Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Schwingungsgehalt selbst. Lichtwelt Verlag, 5. Juli 2023. Wir stehen vor der Trennung der Welten. Botschaft von Meister Saint-Germain. Empfangen durch Jan Johannes Kassel. Was geschehen muss, geschieht, und so ereignet sich die Trennung der Erden. Mitten in dieser turbulenten Phase erzeugen die Dunkelkräfte so viel Chaos wie möglich. Wo immer sie können, schüchtern sie die Menschen ein und sie schüren Ängste, um die Schwingung der Menschen niedrig zu halten. Chemisch ausgebrachte Substanzen im Äther und elektromagnetische Manipulationen vervollständigen das Waffenarsenal der Dunkelkräfte. Dies alles kann dir fortan nichts mehr anhaben. Dir, der du die lichte Zeitlinie gewählt und dich ganz in die Hände Gottes begeben hast. Wir stehen vor der Trennung der Welten. 127. Lichtlesung. Hinein in die Freiheit. Gelassenheit, Hingabe und bedingungsloses Gottvertrauen, das sind die menschlichen Qualitäten, auf die es jetzt ankommt. Geliebte Menschen, während sich die Schlinge einer unerwünschten Zukunft um euch immer enger zusammenzuziehen scheint, entsteht die neue Erde. Die neue Menschheit wird in diesen Tagen geboren, und ihr entwickelt euch aus der Unfreiheit in die Freiheit hinein. Deshalb werden euch Prüfungen gegeben, deshalb werden an euch Herausforderungen gestellt, die es zu meistern gilt, um am Ende den Garten Eden auf Erden zu errichten. Heute kündige ich euch davon, dass jene Menschen, die sich mit Gott verbunden haben, und die auf den Spuren ihres Seelenplans auf Erden wandeln, von den massiven elektromagnetischen Störfeldern nicht mehr beeinträchtigt werden können. Schutz ist absolut. Auch von den chemischen Substanzen, die zur Verschmutzung des menschlichen Bewusstseins ausgebracht werden, bleiben jene Menschen, die sich mit Gott verbunden haben, ausgenommen. Euer Schutz ist absolut. Gott selbst behütet und bewahrt seine Kinder vor dem bösen Willen nichtmenschlicher Entitäten. In dieser dunklen Stunde der Menschheit wird euch göttliche Hilfe zuteil. Denn auf jede nur erdenkliche Weise soll der Mensch in den Käfig zurückgedrängt werden, in den Käfig, in dem er über Jahrtausende festgehalten und seiner Freiheit beraubt wurde. Ihr habt diese Gefangenschaft eures Geistes und eures Körpers in den letzten Jahren durch intensive Bewusstseinsarbeit abgelegt, und so wird euch heute ein neues Ausmaß von göttlichem Schutz zuteil. Während sich die Menschheit sorgt, bleibst du stabil. Während neue Ängste aufkeimen, bist du der Fels in der Brandung. Während viele Menschen nur das Übel sehen und für Wunder noch unempfänglich sind, lodert die Fackel des Lichts in deinem Herzen. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nie zuvor war dir das so bewusst wie jetzt, da die Menschheit die letzte Wegstrecke von der Trennung der Welten beschritten hat. Zeitlöcher und Raumkrümmungen. Und die Welten, die werden sich trennen, in die lichtvolle und die lichtarme Zeitlinie. Es geschieht bereits, dass sich unerklärliche Phänomene wie Zeitlöcher oder Raumkrümmungen mitten in eurem Alltag zeigen. Euch kommt Zeit abhanden
oder ihr verliert das räumliche Gedächtnis. Manchmal scheint es, als würdet ihr die Orientierung auf diesem Planeten verlieren. Dies sind keine Zeichen eurer Vergesslichkeit, sondern die Anzeichen, dass sich Gravierendes verändert, und es verändert sich mit jedem Tag mehr. Was geschehen muss, geschieht, und so ereignet sich die Trennung der Erden. Mitten in dieser turbulenten Phase erzeugen die Dunkelkräfte so viel Chaos wie möglich. Wo immer sie können, schüchtern sie die Menschen ein und sie schüren Ängste, um die Schwingung der Menschen niedrig zu halten. Chemisch ausgebrachte Substanzen im Äther und elektromagnetische Manipulationen vervollständigen das Waffenarsenal der Dunkelkräfte. Dies alles kann dir fortan nichts mehr anhaben. Dir, der du die lichte Zeitlinie gewählt und dich ganz in die Hände Gottes begeben hast. Was gibt dir Gewissheit? Gewissheit hast du, wenn du dich aus dem Spiel herausgenommen hast. Gewissheit hast du, wenn du konstante Bewusstseins- und Transformationsarbeit betreibst. Gewissheit hast du, wenn der überwiegende Teil deiner Gedanken um das Wohl der Menschheit kreist und nicht dem eigenen Überleben gewidmet ist. Niemand, der seine Zukunft im alten System plant, kann an der neuen Erde teilhaben. Solange über 50% der Energien eines Menschen im alten System gebunden sind, bleibt er im Käfig der Matrix und die Gefangenschaft seines Bewusstseins setzt sich fort. Deshalb fordere ich alle Menschen, die bis heute noch zögern, auf, sich jetzt zu entscheiden, jetzt auf allen Ebenen des alltäglichen Lebens die neue Energie zu wählen. Das bedeutet, aus den alten Handlungsweisen, aus den alten Überlebenskonzepten und wirtschaftlichen Programmierungen auszusteigen. Niemand gelangt mit einem vollen Rucksack der alten Erde auf die Erde von Freiheit und Souveränität. Die neue Erde kann nur von Menschen, die mit leichtem Gepäck reisen, erobert werden. Wohlan, geliebter Mensch! Anstatt darauf zu warten, dass den Wandel andere für dich bewirken, nimm dein neues Leben selbst in die Hand. Anstatt abzuwarten, bis der Wind endgültig dreht, handle jetzt und zeige dich würdig. Anstatt dich vom alten System auf- und aussaugen zu lassen, handle frei und selbstbestimmt. Einen Unfreien erkennt man daran, dass er sich im alten System wie ein Fisch im Wasser bewegt und dabei glaubt, frei zu sein. In Wahrheit spielt er nur mit, und da sein Spiel von den Mitspielern anerkennend akzeptiert wird, was einen gewissen Spielraum erzeugt, entsteht die Illusion von Freiheit. Erst wenn du Schritte setzt, um dich von dieser Matrix vollständig zu emanzipieren, beginnt dein spiritueller Pfad. Erst dann beginnst du damit, dir deine neue Zeitlinie zu erschaffen. Erst dann lacht dir die Freiheit entgegen und dein Leben gewinnt eine gänzlich andere Qualität und wird von Bedeutung. Wohlan, geliebter Mensch, widme dich deinen inneren Prozessen, heute genauso wie am ersten Tag. Deine Transformation zu dem lichten Wesen, das du bist, ist das Fundament, auf dem alles aufbaut, was die neue Erde ausmacht. Sei dir gewiss, Gott ist stets mit dir. Er hütet deine Tage und er wacht an deinem Bett, damit du dich im Schlafe zu Engelshöhen aufmachen kannst. Ich bin bei dir,
heute und alle Zeit, Meister Saint-Germain. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.